Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Delegierte, liebe Mitglieder des Bundesfinanzrates. Ich habe meine Haushaltsbroschüre, und ich habe da ja schon einige von gemacht, dieses Jahr mit den drei Worten angefangen: Was für Zeiten. Ihr habt das in mehreren Beiträgen heute schon gehört. Ich glaube, wir sind in besonderen Zeiten. Wir sind in besonderen Zeiten natürlich wegen unseren Umfragen. Und die sind nicht heute bei 20%, sondern sind seit Wochen und Monaten bei 20%. Und zwar bei allen Instituten. Ja, es ist was Besonderes, Steffi hat es vorhin gesagt, dass wir in diesem Jahr über 5.000 neue Mitglieder haben. Ich glaube, das müssen wir auch erstmal verarbeiten. 5.000 neue Mitglieder in diesem Jahr. Und es geht weiter. Und es ist was Besonderes, dass unter diesen Mitgliedern viele, viele junge Mitglieder sind. Auch das ist eine wunderbare Entwicklung, die wir richtig gut finden. Ich will es am Rande sagen, es ist auch was Besonderes, dass ein Bundesvorstand und ein Bundesfinanzrat euch einen einstimmigen Haushalt vorlegen und ihr auch den mit großer Mehrheit verabschiedet. Das haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Und als Letztes, was ist besonders? Es ist überhaupt nicht mehr unrealistisch in diesem Jahr, dass wir im nächsten Jahr 2011 in allen deutschen Ländern in den Landtagen vertreten sind und dass wir sechs oder acht Landesregierungen beteiligt sind. Das ist nicht unrealistisch. Keiner lacht darüber. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe vorhin angemerkt, die Partei Finanzen von Bündnis 90 Die Grünen waren in schwierigeren Zeiten. Andere würden sich über die Finanzlage freuen, andere Parteien. Aber wir waren in schwierigeren Zeiten. Im Vordergrund in der Finanzdebatte mit den Schatzmeistern standen Sparmaßnahmen, aber auch Konsolidierungsdruck, der immer auf Parteien lastet. Aber wir haben auch in den Aufbau unserer Partei investiert. Wir haben unser bzw. euer aller Geld in inhaltliche Debatten gesteckt. Wir haben Demonstrationen mitfinanziert. Wir haben unsere Partei mobilisiert, um bei den Demonstrationen gut aufzutreten. Und das hat wirklich prima funktioniert. Das habt ihr alle ganz toll gemacht. Wir haben aber auch unsere Wahlkämpfe professionell oder, wie es Financial Times gestern anmerkte, originell und vergleichsweise mit wenigen Ausgaben geführt. Und wir hatten damit Erfolg und wir haben damit Erfolg und wir werden damit Erfolg haben. Liebe Freundinnen und Freunde, der Bundesschatzmeister, aber auch Landesschatzmeister oder Kreiskassierer vor Ort müssen bei der Ausgabepolitik der Vorstände oft die bremsende Rolle spielen. Das wollt ihr, das wollen auch wir, und zwar wollen wir das und die Schatzmeister, also die Bundesschatzmeister und Schatzmeister wollen das, weil wir das Parteigeld zusammenhalten wollen. Denn nach der Wahl ist vor der Wahl, wie wir wissen, und die nächste Wahl ist immer die entscheidende. Darum brauchen wir Geld und darum treten wir auch ab und zu auf die Bremse. Mit Verlaub. Aber es gibt auch eine zweite Seite und ich will sie hier auch markieren, mit der ich konfrontiert bin. Ich sehe die Anforderungen an die Bundesgeschäftsstelle, aber auch an den Bundesvorstand in diesen Tagen sicherlich mit anderen Augen als ihr vor Ort. Ich sehe es sehr genau, wie die jetzige Situation auch zu Lasten unserer Leute geht in der Geschäftsstelle, aber auch ich sehe, was der Bundesvorstand, vor allem die beiden Vorsitzenden, welche Anfrage von Presse, von Verbänden, von Unternehmen, von euch als Kreisverbänden auf dem Tisch liegen. Ich sehe, dass wir fast in der Arbeit, die der Bundesvorstand leistet und die er wahrscheinlich vor Ort genauso leistet, dass wir fast auf dem Stand eines Bundestagswahlkampfes sind. Das ist gut. Es kostet aber auch viel, viel Kraft und vielleicht müssen wir bei Gelegenheit da auch an einer oder anderen Stelle noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das darf Claudia aber Cem jetzt nicht hören. Ja. Ich sehe es darum als meine Aufgabe an, mich um die Einnahmeerhöhung der Partei zu kümmern. Dazu gehört der gesamte Bereich Fundraising, Spenden von Personen, von Unternehmen, aber auch Sponsoring. Wir werden ja heute Abend wahrscheinlich nochmal darüber reden. Ich bin sehr froh, dass die Landesverbände vor einigen Jahren die Initiative ergriffen haben und in regelmäßigen Treffen untereinander sehr intensiv über die Regularien dabei diskutiert haben. Eines dieser Debatten war die Produktion des Spendenkodex. Der Spendenkodex wurde in vielen Landesebenen auch diskutiert und beschlossen. Und das ist eine Grundlage der Arbeit unserer
Leute vor Ort, der Schatzmeister, der Kreiskassierer und auch von mir, wie wir Geld auch von außen einwerben. Denn wir sollten eins klar sehen: Spenden von Unternehmen und Sponsoring muss immer wieder neu diskutiert werden. Wir müssen immer wieder darüber reden, ist das richtig, was wir da tun? Gehen wir zu weit, gehen wir nicht zu weit? Das ist völlig okay und finde ich auch gut. Wenn man die CDU-Debatte über Sponsoringmaßnahmen bei Parteitagen in den letzten Monaten, Rüttgers hieß der Mann, ihr könnt euch dunkel daran erinnern, verfolgt, haben auch wir gemerkt, dass zu uns auch Fragen kamen. Wie macht ihr das denn eigentlich? Gibt es da vielleicht was, was man irgendwie kritisieren kann? Ich kann euch sagen, und ihr werdet das sicherlich auch nachvollziehen können, wir haben diese Debatte sehr gut und sehr glaubwürdig gestanden, und das hat was mit der guten Arbeit im Finanzrat und bei den Landesschatzmeistern und Bundesverband zusammen zu tun. Ich bleibe in der Frage Parteiengesetz bei der Position, die wir auch mit der Bundestagsfraktion immer wieder diskutieren. Bei der Parteienfinanzierung gibt es nur einen vernünftigen Weg, und das ist die höchstmögliche Transparenz. Verbote nützen gar nichts. Wir brauchen Transparenz, Transparenz, Transparenz. Wir haben als Grüne sehr viel dafür getan. Wir haben die letzte Änderung des Parteiengesetzes wurde im Jahr 2001 unter Rot-Grün mit sehr guter Mitarbeit durch Christian Schröbel, Volker Beck, aber auch vom Bundesvorstand und von mir umgesetzt. Und jetzt kommt das Verrückte. Dieser Tage kommt Herr von Arnim, der nicht immer die Parteien lobt, mit der schönen Äußerung, die Fraktionen sollten sich bei der Fraktionsfinanzierung an den strengen Regeln des Parteiengesetzes orientieren. Wie recht er doch hat. Das Parteiengesetz hat strenge Regeln und wir haben sie mit durchgesetzt. Und da können wir auch stolz drauf sein. Und ich will das sagen, der Deutsche Bundestag hat da noch was zu regeln. Und da kann man sich auch nicht drum rumdrücken. Die grüne Fraktion hat schon Anträge zur Parteiengesetzreform gestellt. Es geht da um die Frage Begrenzung von Spenden, Stichwort Mövenpick-Spende. Es geht da um die Frage Sponsoring, wie wird das eigentlich verbucht? Offene Frage, muss diskutiert werden, da gibt es Vorschläge von uns. Und es geht natürlich, ich sage es immer wieder, um die Frage, dass Parteien genauso regelmäßig etwas mehr Geld kriegen im verfassungskonformen Vergleich wie Fraktionen, wie Abgeordneten, weil da schaffen es CDU und FDP und SPD offensichtlich leichter, sich zu verständigen. Bei der Parteienfinanzierung scheint das sehr komplex zu sein. Liebe Freundinnen und Freunde, einen weiteren Arbeitsschwerpunkt möchte ich ansprechen. Steffi weiß das ja auch, sie macht da ja sehr aktiv auch mit und hat genau den gleichen Anliegen wie ich, die kommunale Politik. Ich will euch ehrlich sagen, ich fand die Debatte heute Morgen richtig, richtig spannend. Wir haben überlegt, ist das denn ein Thema, was so eine große BDK auch berührt, wo man auch Diskussionen mitbekommt. Ich fand das richtig toll. Ich fand richtig toll, die verschiedenen Facetten zu sehen. Ich fand richtig toll zu sehen, wie viel aktive, gut ausgebildete, gute Leute wir da vor Ort haben. Und an dem Thema Kommunalpolitik möchte ich als Bundesvorstand mitarbeiten. Ich möchte meine Fähigkeiten einbringen, weil ich verrückterweise auch wieder im Kommunalparlament arbeite, im Havelland in Brandenburg seit 2 Jahren. Ich habe 10 Jahre lang in Bonn in der kommunalen Ebene gearbeitet, habe da sehr viel gelernt, wie wir alle in dem Bereich. Ich will das gerne einbringen, ich will die AKP weiter unterstützen, damit es auch gesagt wird, die Kommunalpolitische Zeitung, ein tolles Teil, 30 Jahre gibt es diese Zeitung, 30 Jahre werden da Fachbeiträge gemacht, 30 Jahre von 2 Hauptamtlichen mit ganz vielen Ehrenamtlichen. Das Ding wollen wir erhalten und unterstützen, auch dafür stehe ich mit meiner Kandidatur. Liebe Freundinnen und Freunde, okay, ich beschäftige mich schon verdammt lange mit Parteifinanzen. Ich bin ja auch schon länger Bundesschatzmeister. Ich werde bisweilen, nicht oft, bisweilen gefragt, macht dir das eigentlich Spaß? Ich habe heute die Reden von den 3 Vorgängern sozusagen genau gehört. Mir ist kein guter Grund eingefallen, zu sagen, das mache ich jetzt nicht weiter. Ich versichere euch, ich bin ein begeisterter Bundesschatzmeister und ich würde es einfach gerne noch 2 Jahre weitermachen, wenn ihr das wollt. Vielen Dank.